Daniel, am Kampf hat es nicht gelegen. Der war eigentlich toll. Woran lag es? Was war los? Ja, das ist schwierig, sofort nach dem Spiel so das zu sagen, aber das ist die Kleinigkeiten in Abwehr und da der letzte Torschuss und so, aber das war nicht, was wir haben gedacht. Hast du eine Ursache? War einfach der Druck zu groß? Nein, weil ich finde, dass wir war mitten in dem ganzen Spiel, das sind nur ein Tor und dann hat der letzte, ich weiß nicht, 20 Sekunden gemacht. So, das war ein enges Spiel und wir weiß das, das war, wollen ein enges Spiel sein, aber ja, das tut weh heute. Matze, es war so knapp, wie es knapper nicht gehen kann. Du hast mit Sicherheit dir nichts vorzuwerfen, 7 Tore, wunderbar. Sag, was ist dein Fazit? Zum Kotzen. Was meinst du, woran hat es gelegen? Man hatte teilweise das Gefühl, scheiße, die Dinger wollen nicht rein. Ja, wir machen zu viele dumme Fehler. Wir werden dann nervös. Ich schließe mich da natürlich nicht aus. 7 Tore da, was du sagst, das ist mir völlig egal. Das ist absoluter Bullshit, so ein Scheiß. Ich mache lieber 0 und wir gewinnen. Ja. Und dann zum Schluss werden wir nervös vor der Führung. Wir wollen einfach, kriegen sich in die Führung zu erziehen. Wenn wir die Führung machen, dann bringen wir das Ding hier nach Hause. So sind wir einfach wieder selbst schuld und blöd. Trotzdem gute Regeneration für morgen noch. Toi, toi, toi. Dankeschön. Wir halten jetzt auch zusammen. Davon könnte ausgehen. Und nur das zählt.